Da kommt ihr nicht. Afrika, vollkommen richtig. Und weiter im Norden. Da haben wir jetzt. Was ist denn der Kontinent? Europa, perfekt. Also, es ist wichtig, wir wissen, wo wir herkommen, damit wir eine richtig spannende Reise machen. Ich bin Mond. Die Sonne. Da ist, und die Sonne gibt uns ja 99,9% der gesamten Wärmeenergie. Das Magnetfeld. Wisst ihr, wie das aussieht? Das ist das Magnetfeld der Erde. Okay, das ist die internationale Raumstation. Und da sind ständig Astronauten an Bord, die wir von hier da schlafen die Astronauten. Die brauchen kein Bett, die werden einfach angekundet, weil in der Schwerelosigkeit braucht man kein Bett für die, sondern damit das Gefühl davon liegt. Die werden angekundet und können dann jetzt die Augen zu machen und für die Hunde schlafen. Ja, und das nächste Ziel von uns Menschen, wo wollen wir das nicht? So? Mars! Und dann Mars, da wollen wir hinfliegen. Und ihr seid jetzt alle noch jung genug, das könnte ja durchaus noch einer dabei sein von euch. Wenn ihr fleißig trainiert und lernt, dann ist der Astronaut, der ein Jahr unter ihr selbst war, der hat studiert Biologie, Chemie und Luftfahrt. Also er hat drei Bücher abgeschlossen. Jupiter, wie viele Monate? 64, richtig. Und wir sind jetzt alle. Ja. 64 Monate. Lass mir Mund rein. Das ist der Saturn. Und da können wir jetzt sogar auf den Ringen einmal kurz platzen. 61 Monate ist der Saturn. So, jetzt ist gut drauf, es wird schwieriger. Pluto, genau, das ist der Pluto. Ein Zwergplanet. Aber besonders spannend, das ist ein Zwergplanet. Aber ich finde es sehr spannend, weil der hat einen riesengroßen Mond. Und in der ersten Gruppe war einer dabei, der hat gewusst, wie der heißt. Und wer ist das hinter? Der Pluto, wer ist der Mond? Mond ist gut, Pluto Mond ist eine gute Antwort. Das ist der Charon. Und der ist riesengroß, ganz so groß wie der Pluto. Und das bedeutet, die beiden schauen uns was ganz Spannendes an, nämlich das. Und jetzt fliegen wir es noch weiter weg, jetzt weiß ich auch, was passiert. Schaut es genau hin. Alle Sterne, die wir sehen, sind unterschiedliche Sterne. Wir haben so eine Erde, das kann man hier sehen. Und fliegen sehr gut. Viel Spaß. Und, das ist für andere Galaxien. Thank you.
zurück auf der Erde.